Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer heutigen Live-Sendung direkt vom Stadtplatz in Nöding. Warum wir hier sind? Ganz einfach, es ist wieder mal Zeit. Es ist höchste Zeit für einen Gaudiwurm. Ja, auch dieses Mal sind wir natürlich wieder live für Sie mit der Kamera dabei. Und wir haben nicht nur eine Kamera dabei, wir haben gleich vier Kameras, damit Sie wirklich alles auch zu Hause mitbekommen, sollten Sie heute keine Zeit haben, um hier vor Ort zu sein. Ja, Sie sehen hinter mir, es geht schon ziemlich zu. Die Leute, die kommen wirklich in Strömen, könnte man sagen. Zum Glück haben wir das Strömen nicht von oben, weil wir haben nämlich wirklich perfektes Wetter für einen Gaudiwurm. Es ist zwar keine Sonne, aber es ist angenehm, es ist warm, die Leute haben Spaß und auf jeden Fall schon richtig viel Stimmung. Ein paar Minuten dauert es noch, bis der Gaudiwurm losgeht, beziehungsweise bis die ganzen Wägen und Fußgruppen hier oben sind auf dem Startplatz. Jetzt schauen wir mal ein bisschen rundherum und vielleicht können die anderen Kameras mal kurz einfangen, wie viele Leute da schon hier sind. Ich würde sagen, es sind mehr wie letztes Mal, aber das ist natürlich auch ganz schwierig zu sagen. Ja, jetzt schauen wir uns mal kurz links und rechts und dann machen wir eine kurze Werbepause. Jetzt da jeder. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen schon, es ist wirklich viel los, aber nichtsdestotrotz, ich habe einen von meinen wichtigsten Personen gefunden und zwar ein Fix Anders. So, jetzt muss man kurz ein bisschen das Bild frei machen. Fix, du bist auch heuer wieder Moderator. Wie findest du die Stimmung aktuell? Wie hast du dich vorbereitet? Also zum zweiten Mal Moderator, Philipp. Immer wieder spannend. Ich bin ja heute schon gefragt worden, ob ich immer noch nervös bin, wie das ist. Aber ich glaube, du weißt, wie das Geschäft läuft. Man freut sich, wenn die Kulisse passt, wenn die Leute passen, die da sind, und wenn das Umfeld passt, dann ist alles gut. Und über wenig Leute können wir uns tatsächlich nicht beklagen. Nein, das stimmt wirklich. Ich gehe jetzt auch noch mal kurz rauf ins Rathaus und verschaffe mir einen kurzen Überblick von oben. Dann werden wir das sehen. Aber es hat schon geheißen, es ist wirklich der Stadtplatz von vorn bis hinten gefüllt. Und genau so soll es sein, weil das macht genau nämlich der Gaudiwurm aus. Und ich kann mich erinnern, letztes Mal, ja, da hat alles gepasst. Was erhoffst du dir von diesem Mal? Was ich mir erhoffe, das Wichtigste ist für mich immer, dass nichts passiert. Wir wollen keine Unfälle, wir wollen keine Ausfälle. Mir war es wichtig, dass jeder, der auf den Neuöttinger Gaudiwurm kommt, sicher herkommt und sicher wieder heimgeht. Und dann haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Genau so sehe ich das auch. Und jetzt Fix, erzähl mir mal kurz noch was, wenn ich die schon gerade da habe. Was erwartet uns denn heute? Du hast sicher Informationen, wie viele Wägen, wie viele Fußgruppen, wer alles mitmacht. Wie schaut es denn da aus? Ja, ganz frisch habe ich gerade aus dem Rathaus bekommen. Wir haben, darf ich sagen, 47 Gruppen, Wägen und Teilnehmer am heutigen Gaudiwurm. Ist, glaube ich, wirklich ganz ordentlich. Und somit, glaube ich, werden wir diesen wunderschönen Gaudiwurm heute mit 47 Wägen und Fußgruppen ganz deutlich bereichern und schmücken und dekorieren können, glaube ich. Und du kennst alle auswendig. Es sind doch sehr viele auswärtige Teilnehmer dabei, das muss man wirklich sagen, wenn man auf die Listen einmal schaut. Wir haben sogar Teilnehmer aus Österreich dabei. Ah. Doch, in Neuötting am Gaudiwurm. Ja, wissen die überhaupt, auf was sie sich hier reinlassen? Die haben die Statuten des Gaudiwurms genauso mitgeteilt bekommen und sind trotzdem heute dabei. Ist doch toll, oder? Ja, absolut. Also Gaudiwurm international. Du hast es richtig erkannt. Für Allround TV internationaler Gaudiwurm heute in Nöding. Da fühle ich mich gleich wieder wohl hier als Schweizer. Dann würde ich sagen, dann haben wir alles richtig gemacht. Da könnte man dich jetzt ja in die Pflicht nehmen, Philipp, als gebürtiger Schweizer, dass du vielleicht einmal schaust, dass Wegen oder Fußgruppen aus der Schweiz vielleicht einmal vorbeischauen in Nöding.
Das können wir gerne mal probieren. Da müssen wir mal in einer ruhigen Minute miteinander reden. So, jetzt schauen wir aber nichtsdestotrotz mal kurz auf die Uhr. Jetzt haben wir 2:04. Wie schaut es denn aus? Wie lange müssen wir noch warten? Also der Vöcki vom Rathaus hat den besten Überblick gerade auf uns herab. Er sagt, wir sollen schon Platz machen auf den Fahrspuren. Und ich würde sagen, wir beginnen in Kürze mit der Live-Moderation weiterhin vom Gaudiwurm Neuötting. Sehr gut. Das ist das Stichwort. Fix, danke, dass du da warst. Ich freue mich, wenn du vielleicht nachher, wenn es geht, dann nochmal dazukommst. Und jetzt hast du eine große Aufgabe, alles zu moderieren hier für die Stadt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viel Spaß da oben und ja, einen guten Job. Und ganz viel Spaß allen Zusehern von Allround TV jetzt beim Gaudiwurm in Neuötting. Ich danke dir, Fix. Dankeschön. Ja, da geht er dahin, sucht seinen Arbeitsplatz. Und jetzt, liebe Zuschauer, jetzt gehen wir noch kurz in die Werbung, bevor nämlich die ersten Wägen kommen. Wir bedanken uns herzlich für die freundliche Unterstützung dieser Sendung bei folgenden Partnern. Unfall? Nutzen Sie Ihr Recht. Ihr freier Sachverständiger in der Region. Kfz-Sachverständiger Leisse. Schaden- und Wertgutachten in Winhöring. EGIS, Energiegenossenschaft in Salzach EG. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und investieren Sie in erneuerbare Energien, unterstützen Sie regionale Projekte und treiben Sie die Energiewende voran. Jetzt Mitglied werden. Die Stadt Neuötting mit ihrem Bürgermeister Peter Haugeneder wünscht gute Unterhaltung bei diesem Faschingsspektakel. Die Weiberwirtschaft Neuötting ist eine gemütliche, bayerisch geführte Gastwirtschaft und sorgt für ein kulinarisches Erlebnis. Die Wirtin Bella freut sich auf ihren Besuch. XXX Lutz, das Haus der starken Marken. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung beim Gaudiwurm Neuötting. Das Kfz-Prüfzentrum Julius Leisse in Winhöring wünscht Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung beim Gaudiwurm Neuötting. Ja, liebe Zuschauer, das waren unsere Werbepartner und da möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, die Werbepartner, die sind unglaublich wichtig für uns. Das sind nämlich quasi die Sponsoren, die das Ganze hier, diese Live-Übertragung tatsächlich ermöglichen. Und darum vielen Dank an die Unternehmen, an die Gewerbetreibenden, dass sie mitmachen. So, jetzt kommt dann gleich der erste Wagen, aber ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Ich möchte Ihnen nämlich noch jemand vorstellen. Und zwar haben wir von Allround TV einen neuen Kameramann bekommen, und zwar der Lukas. Lukas, danke, dass du mitmachst. Jetzt muss ich dich schon gleich mal fragen, das ist jetzt das erste Mal, dass du hier mit der mobilen Kamera durch die Leute gehst, mit mir zusammen. Ja, wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich? Ja, sehr gut. Also es freut mich erst einmal riesig, dass ich Teil davon sein darf dieses Jahr. Und es ist einfach der Faschingszug aus einer ganz anderen Perspektive mal zum Sehen. Also es ist sehr, sehr spannend und ich glaube, dass wir das heute super hinkriegen. Ich glaube, ich frage dich jetzt nicht, ob du den Gaudiwurm kennst, weil du bist ja, sagen wir mal, aus der Region, aber du kennst natürlich Neuötting. Du warst bisher immer als Gast dabei, habe ich das richtig verstanden? Genau, immer als Gast. Und jetzt zum ersten Mal hinter der Kamera und ich muss sagen, ich freue mich sehr. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, hat wunderbar funktioniert und genau so soll es natürlich sein, weil, liebe Zuschauer, Sie dürfen nicht vergessen, hier sind alle am Feiern und wir zwei dürfen arbeiten. Wir haben eine ganz besondere Ehre, aber natürlich nicht nur wir zwei, sondern alle von Allround TV, die hier heute im Einsatz sind, aber natürlich auch die ganzen Stände, die Firanten, die ganzen Securities, die Polizei und so weiter und so fort. Alles Personen, die heute im Einsatz sind und Sie hören es im Hintergrund, es geht langsam los. Drum bin ich jetzt mal ausnahmsweise ruhig und jetzt schauen wir mal kurz, wie es ausschaut auf dem Startplatz und erwarten den ersten Wagen. Ihnen
Das klappt ja schon mal ganz gut. Dankeschön. So. Hast du noch Platz auf der Bühne? Habe ich. Ja, wir hätten da eine Michi, und zwar Gummbiller Michi, die hat heute Geburtstag. Der singen wir doch jetzt ein Ständchen, die soll jetzt ganz schnell zu dir auf die Bühne kommen. Immer her zu mir. Und ich darf jetzt schnell unterbrechen. Unterm Fenster rechts vom Föcki steht die Dame aus dem Vorzimmer, die Petra Edner, und daneben ist die Christiane, oder? Die zwei Damen. Richtig. Ui, halt, und weiter geht's. Rechts daneben unser amtierender Bürgermeister Horst Schwarzer. Horst, grüß dich, der soll mal alle raufwinken zu den dreien. So, die sind alle hauptverantwortlich dafür, dass dieser Gaudiwurm stattfindet, dass die Wegen alle TÜV geprüft sind, dass die Ständel alle da sind, dass viel nur Toilettenhäusl da sind, dass der Bauhof weiß, was er da soll, dass wirklich alles passt. Und dafür von mir meinen höchsten Respekt für eure Arbeit. Und lieber Horst, du musst das heute sauber über die Bühne bringen, gell? Servus! So, jetzt, wo ist das Geburtstagskind? Ich weiß es nicht. Seht ihr von da oben schon, hat sich der Gaudiwurm schon in Bewegung gesetzt? Nein, ja, Bewegung ist er, aber er ist noch nicht da bei uns. Also wir können jetzt nur ein bisschen Blödsinn machen, wenn du Lust hast. Wir können nur Blödsinn machen. Drum brauchen wir ja die Gummbiller Michi. Wo ist die? Gummbiller Michi, bitte schnell zur Bühne. Wo ist die Michi? Die kriegt jetzt von mir ein Geburtstagsbussi. Ja, da freut sie sich. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht kommt es durch das nicht. Drum habe ich ja heute extra mein nagelneues Rosensacko angezogen. Also, ich habe mich wirklich festgemacht für heute. Ich freue mich schon auf das Valentinsbeutel von dir. Da freue ich mich schon richtig drauf. Du in dem Sacko. So, meine lieben Gäste, Besucher des Gaudiwurms, vielleicht beginnen wir schön langsam. Dass wir die Fahrspur für unsere Wegen schön langsam freimachen. Das Ganze wird so laufen. Die Feuerwehr fährt mit einem Auto voraus, macht Aufsicht aufmerksam und macht die Fahrspur frei. Im Anschluss an die Feuerwehr kämen alle angemeldeten Fuß- und Wagengruppen, die beim Gaudiwurm teilnehmen. Und das ist ganz ordentlich, wenn ich das jetzt einmal vorlesen darf. Die aktuellste Liste aus dem Vorzimmer vom Rathaus, 47 Fußgruppen und Wegen, die am heutigen Gaudiwurm hier in Neuötting teilnehmen. Das ist schon ordentlich. Gell? Und das Ganze gehört ja irgendwie organisiert und so auf die Füße gestellt, dass das Ganze läuft. Okay, jetzt ein besorgter Bühnengast, der mir gesagt hat, ich soll ganz laut sagen, dass alle Besucher des Neuöttinger Stadtplatzes wissen, dass der Tim Scheuer heute Geburtstag hat. Tim, Gratulation zu deinem Geburtstag. Lass dich feiern heute. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht die Micha da, oder Föcki? Was ist denn mit dir? Keine Ahnung, aber wir können es ja anders machen. Wenn sie schon nicht zur Bühne kommt, kommen wir von der Bühne weg und singen wir jetzt einfach ein Ständchen. Alle, die heute Geburtstag haben, sind mit diesem Ständchen gemeint. Probieren wir es alle miteinander auf dem Stadtplatz in Neuötting. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alle Geburtstagskinder in Neuötting. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, viel Glück. Wunderbar, könnt ihr euch selber applaudieren. Und einen Riesenapplaus an alle Geburtstagskinder. Wunderbar. So, also, ich darf jetzt sagen, jeder, der jetzt gerade am Gaudiwurm ist, holt sich nochmal was zum Trinken. Schaut, dass die Blase leer ist, damit... Überall. Ich sehe die Feuerwehr. Nein, Föcki. Ja. Super. Der Föcki sieht von seinem Chefplatz da oben aus das erste Fahrzeug schon. Der Horst Schwarzer als Bürgermeister richtet sich auch gerade nochmal sauber. Ja, liebe Zuschauer, ich sehe schon das erste Blinklicht, das geht gleich los. Beziehungsweise die Wagen, die sind ja jetzt schon ein paar Minuten unterwegs vom Dorfplatz hier rauf auf den Startplatz. Und wir haben noch was für Sie vorher aufgenommen, also sozusagen aus der Konserve. Und zwar, Sie wissen es vielleicht, für diejenigen, die öfter am Fasching sind, gestern war nämlich eine Veranstaltung Oberstadt-Unterstadt
Und da haben wir den Chef gefunden, quasi der Bürgermeister, und vorher kurz in dem Interview aufgenommen, und das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen schon, der Jörg Assenkerschbaumer ist so wichtig, der Weg live am Publikum angegangen. Jörg, wie fühlst du dich denn in deiner Rolle? Ja, super. Traumhaft. Das ist einerseits mein Lieblingstag im Jahr. Fahrstückzug in Hedding ist das Schönste, was es gibt. Jetzt habe ich gehört, gestern war ja wieder eine Veranstaltung, wo du der Vorsitz hast. Was ist denn da genau passiert? Ja, gestern ist die größte Katastrophe passiert, die passieren kann. Wir hatten traditionell Oberstadt Unterstadt Fasching, und ich bin ja da seit ungefähr 15 Jahren der Unterstadtbürgermeister, und ich habe tatsächlich das erste Mal verloren gestern. Wie, das erste Mal verloren? Ja, das erste Mal verloren. Das erste Mal hat die Unterstadt unter meiner Regie Salzing verloren. Ja, und wie ist das passiert? Das gibt ja nicht einfach so. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Da werden wir nochmal ernstes Wörtchen mit allen Beteiligten reden müssen. Kann das vielleicht daran liegen, dass der Fasching heuer ja doch ziemlich komprimiert ist und einfach so diese Ausschlafphasen ein bisschen kürzer waren? Naja, also an dem liegt es ja nicht, weil das Wochenende bleibt ja trotzdem immer gleich, das Endsportwochenende. Aber scheinbar hat es wirklich an der Motivation gefehlt, da werden wir nochmal wirklich ein paar Ansprachen halten müssen. Also jetzt muss ich schon ein bisschen einen Finger in die Wunde drücken. Was hast du denn für einen Plan für nächstes Jahr? Ja, mein Plan ist ja tatsächlich, dass ich keinen Plan habe, weil ich habe ja mal vor 10, 15 Jahren mal gesagt, ich bin so lange Unterstadtbürgermeister, bis ich verliere. Und sobald ich mal fühle, lege ich dieses Amt nieder. Das habe ich auch gestern getan. Also die Unterstadt hat momentan oder schon einen neuen Bürgermeister, aber das verraten wir zu einem späteren Zeitpunkt. Also das heißt, wir müssen jetzt heute irgendwann noch feiern, dass du das Amt los bist. Ja, also wir feiern so und so. Genau, das wollte ich hören. Jörg, vielen Dank und ja, viel Spaß heute. Ja, danke dir, euch auch viel Spaß dann, gell? Macht's es gut. Das war Jörg Assenkerschbaumer. Er hat keinen leichten Abend gehabt gestern Abend beim Oberstadt-Unterstadt, aber gut, man kann nicht immer gewinnen. Ja, liebe Zuschauer, jetzt geht's tatsächlich los. Ich höre nämlich schon die erste Musik von dem ersten Wagen und ich schlage vor, jetzt spannen wir sie nicht länger auf die Folter und zeigen Live-Bilder hier direkt vom Gaudiwurm aus Neuding vom Stadtplatz 2024. Viel Spaß bei unserer heutigen Sendung und danach nach dem Zug, da sehen wir uns nochmal. Situationen hier in Neuötting zugute. Schließlich machen sie sich alle ja auch viel Arbeit beim Bauen der Wegen. Ich sehe immer noch keinen, was ist denn da los, der Führer? Also, die Damen hier bei mir am Bühnengelände, ihr seht auch noch nichts, oder? Nein, leider nicht. Seid ihr schon gespannt, was kommt? Freilich, wir warten schon sehnsüchtig. Auf wen wartet ihr denn? Auf die Flying Girls. Auf die Flying Girls. Soll ich mal nachschauen? Ich glaube, die sind, da schauen wir her, die Faschingsgesellschaft Neuötting, Wagen Nummer 6. Ja, der Nummer Langhof. Nein. Sind bloß nur 5 Wegen vorher. Und wir sehen jetzt noch keinen. Aber das wird alles gut. Das bringen wir schon hin. Es ist echt unglaublich, wenn man da runterschaut, wie sich die Leute verkleiden, was jeder angezogen hat. Ja, ich sehe jetzt da gerade einen Zauberer, eine Schildkröte, einen Astronauten, einen verbotenen Jogginganzugträger, einen Bilderrahmen, der mit Leben gefüllt ist. Es ist echt unglaublich, was die Leute, wie kreativ die Besucher vom Gaudiwurm sind. Die hier kommen, eine Skifahrerin kommt gerade zu mir hoch. Du hast deine Ski vergessen. Neben mir steht die Polizei. Der hat sich ein bisschen aufpassen auf mich. Ja. Okay. Also nicht, dass jetzt dann irgendein Wilder hochläuft und mich von der Bühne zieht. Könnt ihr das machen? Ja, voll. Okay. Na, sie sind bestens ausgerüstet, da steht sogar drauf, Polizeiabzeichen, bleib sauber, Handschellen, Funkgerät. Also, wenn die Polizei heute Unterstützung braucht, die hätte eine auf der Bühne. Zweimal, weiblich, passt, die helfen euch. Ich weiß jetzt echt nicht, was ist denn da los?
Ich glaube echt, dass so viele Leute heute am Gaudiwurm sind, dass die gar nicht durchkommen. Dass die gar nicht wissen, wie sie denn überhaupt fahren sollen, um sich den Durchgang durch die Massen an Menschen heute zu verschaffen. Was ist denn mit der Feuerwehr als erstes Fahrzeug? Könnt ihr euch einmal lautstark bemerkbar machen? Machen es nicht. Machen wir bitte die Fahrspur jetzt frei für die Wegengruppierungen, die jetzt dann unsere wunderschöne Gaudiwurm-Parade hier säumen. Der Föcki steht schon oben, der macht schon Fotos. Der hat deutlich mehr Überblick als ich. Ich sehe immer wieder Flammen aus dem Dach vom Getränke Liebhardt schlagen, die fleißig auf sich aufmerksam machen. Ich sehe reges Standbetreiben von den Böllerschützen hier bei uns. Da ist schon ganz schön Betrieb. Was ich immer noch nicht sehe, ist einmal das erste Fahrzeug, das sich jetzt vielleicht den Weg durch den Gaudiwurm schlingelt. Mittlerweile steht sogar der Papst vor mir. Es ist unglaublich, was da heute umeinander läuft. Ich bin total begeistert. Jetzt hört man mal das erste Fahrzeug, das erste Martinhorn hier am Neuöttinger Gaudiwurm. Das dauert natürlich etwas, bis sich das Ganze vom Dullplatz unten in Bewegung setzt und die Wegen dann in geordneter Reihenfolge vom Dullplatz bis da rauffahren. Sie machen auf sich aufmerksam, damit man es auch hört, damit sie, ihr alle ein bisschen Platz macht hier beim Gaudiwurm in Neuötting. Und jetzt hat die Spitze des Gaudiwurms den Stadtplatz, das Rathaus, die Bühne hier in Neuötting erreicht, angeführt vom 14.1 der Feuerwehr Neuötting. Im Auto sitzen der Josef Assenkirschbaumer und der Brandhuber Rudi, die fleißig Gurteln rausschmeißen aus diesem Fahrzeug. Wagen Nummer 1, die für eure Sicherheit hier und heute verantwortlich sind. Auch im Fall, dass wirklich was in Brand geraten sollte, was wir nicht hoffen, ist die Feuerwehr natürlich stets parat und für euch da, um dann im Zweifelsfall schnell eingreifen zu können. Dahinter sieht man schon den ersten Traktor, den ersten Bullock des heutigen Gaudiwurms. Nach langem Hin und Her hat sich die Jugendfeuerwehr Neuötting wieder mal entschieden, am Gaudiwurm teilzunehmen, mit ihrem Wagen, mit ihrem Motto Wilder Westen, die Feuerwehr Neuötting. Grüßt euch, schön, dass ihr wieder am Gaudiwurm teilnehmt. Auch im Wilden Westen hat es schon Blaulicht und Feuerwehr gegeben. So machen sie mit. Wen ich jetzt da nicht sehe, ist, man sieht doch direkt unter den beiden Blaulichtern, der neue Jugendwart der Feuerwehr Neuötting, der Stefan Hofenauer, der sich mit seiner Jugend dazu entschlossen hat, sie machen wieder einen Gaudiwurmwagen und nehmen somit heute teil daran. Sehr schön von euch. Was ihr jetzt vom Rathaus nicht sehen könnt, genau hinter euch kommt gerade ein Drachenflieger daher. Ich weiß nicht, Petra, ist der angemeldet? Ich schaue schnell, ob ich die Wagennummer erkennen kann. Nein, sehe ich nicht. Aber er dreht gerade um. Ein Drachenflieger motorisiert. Genau jetzt ist er über dem Rathaus. Genau über euch drüber. So, gefolgt die Feuerwehrjugend von den Böllerschützen. Die Wilderer kommen.
ausstaffiert mit ihren Böllern und allem, was dazugehört, wild angestrichen im Gesicht, ganz schwarz. So sind sie halt einmal unterwegs, die Wilderer. Auch die Wilderer, darf man sagen, betreiben gleich neben der Bühne eine Hütte. Die Wildererhütten, wo sie sich natürlich freuen, wenn nach dem Zug dann vielleicht einmal jeder ein bisschen vorbeischaut bei denen. Nach den Wilderern, der Spielmannszug Neuötting. Normalerweise kennt man es, sie haben immer weiß-blaue Uniformen an. Heute sind sie unterwegs als die gelben Smileys. Der Spielmannszug Neuötting. Und haben auch heuer eine Stand, eine Bar. Ich glaube, zweimal links von mir. Zwischen der Feuerwehr und am Steiner Bierstübel steht der Spielmannszug heuer mit einer Bar. Dann geht es weiter mit der Faschingsgesellschaft Neuötting. Vorausgängern. Vorausgängern unsere Flying Girls, oder? Sehe ich das richtig? Ich habe da von hier oben einen schlechten Überblick. Die Mädels tanzen ein bisschen. Die Marschmädels, höre ich gerade, habe ich bis da hergehört. Also unglaublich, dass das funktioniert, Thomas. Die Marschmädels machen den Weg frei. Dann kommt das Auto vom Prinzenpaar mit der Wagen Nummer 5. In diesem Auto sitzen dann unsere Tollitäten des Neuöttinger Faschings, die mit diesem Auto vom Honda Schubert von Auftritt zu Auftritt gefahren werden und so von 11.11. bis zum Aschermittwoch quer durch den ganzen Landkreis und darüber hinaus reisen. Und jetzt der Wagen unserer Faschingsgesellschaft mit unseren Tollitäten. Ein dreifachkräftiges In-In! 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 Auf die Faschingsgesellschaft und das bezaubernde Prinzenpaar, das Mini-Prinzenpaar. Alle Mädels und Buben, die da oben sind, spitzenmäßig, was ihr den ganzen Fasching leistet. Hinten auf dem Turm sieht man den Präsidenten, der war zuvor schon auf der Bühne, der Jörg Assenkirschbaumer, den Vorstand des Vereins, der Patrick Ecker, unsere liebreizende Prinzessin mit ihrem Garten hinter sich, sehr eifrig am Winken. Ich freue mich schon, wenn wir uns heute dann hier noch auf der Bühne sehen, wenn sie überhaupt durchkommt. Ganz, ganz liebreizend, muss man echt sagen, unsere Prinzessin. Hi, 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 hi. Sehr schön. So, gefolgt von der SPD Neuötting. Ich sehe euch ganz schlecht. Thomas, wink einmal her zu mir. Die SPD Neuötting Ortsverein mit der dritten Bürgermeisterin Uli Garschhammer und vielen, vielen Personen, die im Smileys Gewand unterwegs sind. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch noch Verstärkung aus dem Unterbezirk geholt habt. Nicht nur Neuöttinger Mitglieder, sondern auch von außerorts gingen heute hier am Faschingszug in Neuötting mit. Gleich dahinter gefolgt, man sieht die Superhelden, der TSV Neuötting, die Fußballabteilung mit dem Motto Superhelden. Hände hoch für unsere Superhelden vom TSV Neuötting, die Fußballabteilung. Dann geht's weiter mit einem, ja, wie sage ich jetzt einmal, eine Schorle von Gruppierungen. Die Alzgerner Vereine, der SV Alzgern, die Kellerschützen, die Feuerwehr Alzgern und was alles mit dazugehört, haben sie zusammen da und haben die Barräter des Sportvereins Alzgern gegründet, haben das heute als Motto für ihren Wagen, für ihre Fußgruppierung hier am Gaudiwurm zu Herzen genommen und präsentieren sich natürlich. Servus,
an euch, an die Holzkerner Vereine. Freut uns natürlich, dass auch ihr beim Gaudiwurm hier in Neuötting dabei seid. Dankeschön. Die Gruppe 10 haben wir jetzt gleich versteckt dahinter. Entschuldigung, hätte ich fast übersehen. Mit ihren Zipfelmützen ist das St. Paulus-Stift Neuötting, die Jakob-Friedrich-Busserow-Stiftung, die hier gerade an der Bühne vorbeimarschiert. Die Zipfelmützen gefolgt von den. Letztes Jahr wir zwei. Dieses Jahr wieder, ha? Gefolgt von den Pfadfindern Neuötting. Letztes Jahr habe ich noch kaputt gebracht. Super. Ich wollte ja mitmoderieren eigentlich. Gefolgt von den Pfadfindern Neuötting, die Pfadis als Bauhilfe für den maroden Kindergarten, die Schule und den Spielplätze. Also, Herr Bürgermeister, wenn wir da mal Verstärkung brauchen für Spielplätze, Sportplätze, machen alles die Pfadfinder. Die brauchen wir bloß anrufen, dann kommen die. Ist ja eigentlich grandios, die kosten ja nichts. So, jetzt weiß ich es gerade gar nicht. Die Nummer 12. Don Bosco, Kinderhaus Neuötting, die Kindheitshelden sehe ich nicht. Haben wir die schon da? Sind schon vorbei. Entschuldigung, vor lauter Reden, aber wir freuen uns trotzdem, dass sie mitgemacht haben. Dass Don Bosco, Kinderhaus Neuötting mit den Kindheitshelden, ganz toll, dass auch ihr euch Zeit genommen habt und heute dabei seid hier bei uns. Weiter gefolgt der Handwerkermangel. Man sieht schon, der Besen wird hochgehalten. Der Steinlehner Innenausbau Neuötting, der Klaus selber, hat sich nicht gescheut, hier heute mitzugehen und auf den Handwerkermangel. Die Monika Steinlehner ist auch dabei. Servus Monika, grüß dich. Ich habe das gesehen, in meiner Nachbarschaft ist eifrig Wagen gebaut worden. Sieht man auch wirklich, gell? Ein sehr auffälliger Wagen. Was wir vergessen haben, ist die Verkleidung vom Dach. Aber wahrscheinlich innen alles ausgekleidet mit Rigips, wie es für den Steinlehner gehört, die einfach einmal ein bisschen aufmerksam machen wollen auf den Handwerkermangel in der jetzigen Zeit. So, der Spax grüßt den Pumuckl. Servus Spax Stammtisch. Ganz neu seit diesem Jahr im Fernsehen wieder zum Sehen, der Pumuckl und der Meister Eder. Die meisten werden wahrscheinlich das schon gesehen haben. Ist eine ganz tolle Verfilmung vom neuen Pumuckl und vom neuen Meister Eder, die aber wirklich ganz, ganz toll dargelegt wird. Gefolgt vom ersten Dartclub Neuötting. Grüß euch, servus Dartclub. Seid ihr alle gut drauf? Seid ihr auch zielsicher? Oder treffsicher. Okay, das wollten wir wissen. Die Darts-Weltmeisterschaft wird praktisch hier schon gefeiert vom ersten Dart-Club Neuötting. Los Carros e.V., das Steiner Bierstübel mit dem Motto Liebe, Liebe und Lache. Ein herzliches Dankeschön, dass auch ihr mitmacht und dass ihr mitgeht hier in Neuötting am Gaudiwurm. Die Nummer 17 habe ich praktisch auch schon fast nicht gesehen da. Die Altneuöttinger Freunde als Jack Daniels. Und dann geht's weiter mit dem Wagen Nummer 18. Der Bunker Holzbach mit ihrem diesjährigen Motto Après-Ski-Party. Servus Holzbach, geht's euch gut? Ein riesiger Wagen, auch ein riesiger Bullock, der den ganzen Wagen zirkt, was da vorausgeht. Bitte Leute, macht's Platz, damit die mit ihrem Wagen durchkommen. Servus Bunker aus Holzbach, schön, dass ihr am Gaudiwurm dabei seid.
unser Skiwasser hält uns fit auf der Piste und im Schritt, glaube ich, habe ich da gerade gelesen. Unglaublich. Ein riesiger Wagen mit einem Haufen Leute drauf. Grüßt euch, schön, dass ihr mitfahrt hier am Gaudiwurm in Neuering. Lasst es schmecken. Prost! So. Mit der Nummer 19, die Landjugend Burgkirchen. Mit dem Motto: die Deutsche Bahn, Streik und Verspätung. Wie man es kennt, eher nicht pünktlich als pünktlich. Ein Riesenwagen, ein Riesentraktor, fett aufgebaut. Schlängeln sich hier durch unseren Gaudiwurm Neuötting. Draufsteht dort, ich finde es besser, lieber gar nicht zu kommen, als immer zu spät. Oder ist der Streik noch, oder ist das die normale Verspätung der Deutschen Bahn? Wobei der Gaudiwurm hier in Neuötting heute pünktlich um 14 Uhr gestartet ist und natürlich auch durch euch bereichert wird. Und wir uns freuen, dass ihr so lautstark auf euch aufmerksam macht's. So. Mit dem Wagen Nummer 20 die Faschingsfreunde Kastel Unterholzhausen mit Rastafari Hippie. Servus, liebe Faschingsfreunde aus Kastel. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr habt hier einen schönen Gaudiwurm hier bei uns in Neuötting. Servus, ihr! Wir freuen uns, dass auch ihr heuer wieder bei uns in Neuötting seid. Die Faschingsfreunde Kastel-Holzhausen, großes Dankeschön. Und ich glaube, liebe Petra, liebe Christiane, auch der Horst, es tut doch einmal gut, wenn man von den Teilnehmern ein Lob kriegt, dass die Organisation des Gaudiwurmes hier in Neuötting passt und läuft super. Wir wollen auch alle, dass nichts passiert und dass wir alle wieder gesund und intakt vom Gaudiwurm hier in Neuötting wieder heimkommen. Der Wagen Nummer 21, wer ist da drauf? Der Burschenverein Unterneukirchen, grüßt euch! Servus, schön, dass ihr dabei seid. Servus, Maxl, alles klar bei euch? Ja, schön. Eine saugeile Hütten habt ihr aufgebaut auf euren Wagen, schaut wirklich stark aus. Hätte ich nie so gut hingebracht. Darf man auch Werbung machen, gell? Ruhiger Werk, gehackte Hölzer, Blockwandschalungen. Haben sie da wahrscheinlich ausgehauen. Echt eine coole Hütten, die da drauf ist. Der Xari und du, ich glaube, der Xari ist schon umgefallen, der kann nicht mehr stehen. Vielleicht blasst ihn halt dann draußen wieder auf, damit er wieder steht. Burschengaufest unter Neukirchen, der Xari ist on Tour. Sehr schön, dass ihr wieder Gäste seid hier am Gaudiwurm in Neuötting. Okay. Passt ja gerade. Als nächstes haben wir die Deutz-Frauen aus Unterneukirchen. Das Motto lautet Karneval in Venedig. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank und weiter geht's. Klappt ja schon mal prima, oder? Man muss ja junge Talente fördern. Haut hin. Angeblich haben wir das letzte Jahr schon ausgemacht auf der Bühne. Wir waren das letzte Jahr schon gemeinsam da und dieses Jahr habe ich es geschafft auf der Co-Moderation. Ja, ja. Also,
spitzenmäßig, dass sie die Stadt nach Edding das leisten kann. Gell? Zwei Moderatoren hier auf der Bühne werden. Aber es macht schon Spaß auch, oder? Ja, okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Wir waren bei den Deutschen. Wir haben Wagen Nummer 23. Six Hebertsfällen, die Hippies. Servus, die Hippies. Geht's euch gut? Na, die kommen jetzt erst. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass der Wagen umfällt. Ja? Aber ich habe die Polizei da, die werden das Ganze schon managen, dass da nichts passiert, dass da nichts in Ungnade fällt. Der Bulldog raucht schon ganz schön, das schaut ziemlich übel aus. Six Heberts vorhin mit ihrem Wagen, die Hippies, die haben sich sogar extra einen kunterbunten Bulldog gekauft, damit sie heute besser auffallen, haben ihren einen Wagen kunterbunt angestrichen, angemalt, moderiert. Und ganz wichtig vorn drauf, in der jetzigen Zeit, die wir gerade weltweit haben, Peace war ganz, ganz wichtig. Vielleicht ein bisschen mehr Friede und ein bisschen mehr Frieden miteinander. Servus an die Hippies, grüßt euch! Ganz, ganz toll, dass man mit so einem kunterbunten Wagen auf sich aufmerksam macht und gerade in der jetzigen Zeit versucht, ein bisschen Frieden in diese Welt zu bringen. War Wagen Nummer 23, die Hippies. Jetzt, glaube ich, stockt es gerade ein bisschen. Wir haben eine kleine Pause zwischendrin, aber das bringen wir auch hin. Man sagt schon, der Frontlader ist ganz nach oben gefahren. Es geht um den Pflegenotstand. Ja. Mach ich das noch und dann bist du wieder dran. Machen wir so. Okay. So, ganz langsam geht's voran. Die Tüginger Hütten machen aufmerksam auf den Pflegenotstand, den wir nicht nur in unserem Land, den wir wirklich ganz schön weit drum haben. Ein riesen Frontlader, ein riesen Traktor, ein riesen Wagen, der sich jetzt den Weg bahnt hier durch unseren Gaudiwurm hier in Neuötting. Man sieht immer wieder die Flammen in den Himmel schießen. Schaut stark aus von da her oben, oder? Okay. Und jetzt, die kann ich schon lesen. Ich bin Krankenschwester, ich darf dich anfassen. So. Wenn das da draufsteht, wird wahrscheinlich auch was dran sein. Gell? Ja. In diesem Sinne, Servus die Tüginger Hütten, grüßt euch! Der Kaiser hat den Bullock gesponsert, der heute durch Neuötting durchgefahren hier am Gaudiwurm. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr auf dieses wichtige Thema, das wir wirklich haben, ein bisschen aufmerksam macht und das mit eurem kranken Wagen beliebäugeln wird, sage ich jetzt einmal. Die Tüginger Hütten mit dem Pflegenotstand. Grüßt euch, Servus nach Tüging! Mir war es halt wichtig, dass der Wagen nicht umfällt, aber das schafft sie, oder? Spitzenmäßig, ein Haufen Leute drauf. Servus nach Tüging, grüßt euch! Suche Krankenschwester in Vollzeit, suche Arzt oder Cannabislieferant. Arzt in Vollzeit gesucht, auch Tierärzte werden genommen. Vor uns an der Bühne geht gerade vorbei der Sicherheitsdienst mit ein paar Leuten. Natürlich auch ganz wichtig, dass ihr heute dabei seid und dass ihr schaut, dass diese Veranstaltung heute über die Bühne geht. So, jetzt bist du wieder dran. Machen wir das. Wagen Nummer 25.
Und weiter geht's mit die Lichtsberger Haufe aus Bleiskirchen. Unter dem Motto Bauer sucht Frau, eine sehr beliebte Serie. Vielen Dank für euren Auftritt, vielen Dank für euer Engagement. Ihr macht's das super und macht's weiter so. Und weiter geht's. Da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut heute. Ich habe eine ganz fesche Co-Moderatorin jetzt kurzfristig zu mir auf die Bühne bekommen. Die Josefine Mutzenbacher. Ja! Aber wir kennen uns ja nie das seit dem Jahr, gell? Uli, grüß dich. Ich darf auf der Bühne begrüßen unsere dritte Bürgermeisterin. Servus Uli, du hast vom Zug schon was gesehen. Passt das alles so? Ja, super. Passt ganz gut, ja. Okay, ich finde auch die Wegen ganz toll. Mit der Musik ist heuer alles passt, sag ich mal. Hält sich alles ein bisschen in Grenzen. Aber weiter geht's gleich. Jetzt muss ich gleich mal nachschauen. Was haben wir jetzt? Happy Dope, die gechillten Wienerringer aus Wienhöring. Grüßt euch, seid ihr alle gechillt? Freut uns. Schön, dass auch sich Wienhöring mit einer Fußgruppe hier am Gaudiwurm in Neuötting beteiligt. Ihr habt es ja nicht weit rüber, einmal über den Inn und schon seid ihr da bei uns hier in Neuötting am schönsten Gaudiwurm, den es überhaupt gibt. Jetzt der Wagen 27, die Faschingsfreunde unter Erlbach mit die goldenen 20er. Servus nach Erlbach, grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Gestellt nach den goldenen 20er, wie nennt man das? Peaky Blinders. Ja, die Peaky Blinders. Peaky Blinders aus Unter-Erlbach. Ich habe gar nicht gewusst, dass Erlbach mehrere Ortsteile hat. Gell? Ich habe gedacht, es gibt Erlbach, aber Ober-Erlbach, Unter-Erlbach, Mittel-Erlbach habe ich jetzt nicht gewusst. Gell? Aber darum haben wir ja heute was gelernt hier am Gaudiwurm in Neuötting. Schön, dass ihr dabei seid. Und dass ihr euch dieses Motto ausgesucht habt für die heutige Veranstaltung hier am Gaudiwurm in Neuötting. Die katholische Landjugendbewegung Ceylan machen lautstark auf sich aufmerksam. Da haut es unserem zweiten Bürgermeister gleich die Haare hintere, gell? Wenn die so laut mit ihrer Fanfare tröten. Genau heißt, wing einmal runter zu unseren Freunden des KLJB Ceylan. Die Ceylaner Astronauten sind zum Abschuss bereit. Ich weiß zwar nicht, wo man Ceylan hinschießen soll. Auf alle Fälle sind sie sehr lautstark, haben einen schönen Mottowagen und feiern auf dem auch ganz ordentlich. Wir sehen Astronauten der NASA, wir sehen Marsmännchen auf diesem Wagen laufen, die da oben feiern und auch die Marsmännchen freuen sich hier in Neuötting am Gaudiwurm zu sein. Schön, dass ihr da seid. So, die Wagennummer 28 ist durch. Weiter geht's. Man sieht schon von Weitem der Bob, der Baumeister. Die Wollenhammer Hütten aus Feichten machen ebenfalls ein bisschen aufmerksam auf den Handwerkermangel, den wir gerade haben bei uns zu Lande. Jeder weiß das, wenn man einen Installateur, einen Heizungsbauer oder wen auch immer braucht. Man kann da gerne anrufen und dann sagt die Dame am Vorzimmer, ja, aber die nächsten drei Monate geht's nicht. Auf dieses Motto macht die Wollenhammer Hütten aufmerksam mit Bob, der Baumeister. Können wir das schaffen?
Habt ihr was gehört, so. Oder? Probieren ich muss kurz mal. Eingreifen, ich muss kurz eingreifen. Sicherheitsdurchsage, und zwar Bob, der Baumeister, zweiter Stock, bitte sofort räumen. Bob, der Baumeister, bitte zweiter Stock sofort räumen. Bitte runter vom zweiten Stock. Ihr habt es gehört, Sicherheit steht über allem. Gell? Sitzt euch bitte ein Stockwerk tiefer. Wir haben klare Statuten für den Gaudiwurm. Geht's ein Stockwerk tiefer und alles ist safe und der Faschingszug Gaudiwurm geht sicher weiter. Bitte seid so nett, geht's oben. Der Gaudiwurm hier in Neuötting schaut von unten genauso gut aus wie von oben. Steht ganz klar in unseren Statuten, wir bauen nicht zweistöckig. Wagen 29, bitte zweiten Stock räumen. Bob, der Baumeister, bitte zweiten Stock räumen. Sie sind halt nicht die Schneuernvöcke, aber geht's bitte runter, seid so gut. Wir haben klare Statuten für diesen Faschingszug rausgegeben, die bitten wir natürlich auch einzuhalten und darauf Obacht zu geben, dass nichts passiert. Wir wollen, dass euch nichts passiert, wir wollen, dass kaum was passiert. Wir wollen, dass jeder Besucher vom Gaudiwurm sicher herkommt und er sicher wieder heimkommt, oder Uli? Das war uns alle ganz wichtig, mehr verlangen wir gar nicht. Wir wollen eine ganz tolle Veranstaltung hier in Neuötting am Stadtplatz haben, aber wir wollen, dass wir alle wieder ganz gut heimkommen hier von Neuötting. Die Häfinger Faschingsfreunde aus Tüging, Servus ihr Häfingers! Sie machen aufmerksam mit dem Motto der Häfinger Zirkus. Sie fahren nicht nur am heutigen Gaudiwurm in Neuötting, sie fahren auch am Faschingszug in Tüßling am 13. Februar und sie fahren am Faschingszug Mühldorf morgen am 11. Februar. Da werden wir diesen genialen Wagen wiedersehen. Sie haben jetzt sogar extra ihre Dachkonstruktion eingefahren, damit sie fahren durch das Burghauser Tor wieder durchpassen. Servus die Häfinger, geht's euch gut? Sehr schön euch hier in Neuötting zu sehen. Freut uns und natürlich auch morgen viel Spaß beim Faschingszug in Mühldorf und dann am 13. beim Faschingszug in Tüßling. Der Wagen Nummer 31, die Faschingsfreunde Seibersdorf mit ihrem Motto, wir machen blau, die Arbeit muss sich wieder lohnen. Servus zu euch, schön, dass ihr mitfahrt. Blau ist das ganze Motto vom Wagen. Man sieht, die ganzen Insassen, die Mitfahrer sind alle im blauen Gewand gekleidet, haben blaue Zipfelmützen, blaue Kappen auf. Haben sogar den Wagen blau angemalt. Wir machen blau, die Arbeit muss sich wieder lohnen. Die Faschingsfreunde Seibersdorf, grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Wie bei jedem anderen Wagen gingen auch da natürlich Leute neben dem Wagen her. Die schauen, dass wirklich keiner zwischen Traktor und dem Anhänger reinkommt, dass wir keine Unfälle haben, dass da nichts passiert. Es geht auch noch eine ganz starke Fußgruppe hinterher, die auf dem Wagen nicht mehr Platz gehabt haben. Aber natürlich ganz toll, dass wir uns sehen hier in Neuötting am Gaudiwurm. Der Wagen Nummer 32, der Mitterhuberhof Theising. Mit Mario Kart macht lautstark auf sich aufmerksam. Servus an die Mitterhuberhoferer aus Theising.
Mario Kart, immer noch ganz beliebt, oft gespielt, oft angesehen. Ein großes, feierlauniges Publikum auf dem Wagen hinten drauf. Servus nach Teising, grüßt euch! So, der nächste Traktor bahnt sich den Weg hier in unserem Gaudiwurm durch den wunderschönen Stoppplatz. Die Holzlandhütten, Wienerring, Wienhöring, Formel 1 Grand Prix Wienerring mit dem großen Preis von Wienhöring am Holzlandring. Das Motto ist einfach Gas geben auf diesem Wagen. Ich weiß jetzt nicht, hat das was mit eurem neuen Kreisverkehr an der Feldkirche vielleicht zum Tor? Servus an die Holzlandhütten Wienerring, geht's euch gut? Sie haben sich ja sauber sponsern lassen von AMG, Mercedes, McLaren, Ferrari, Porsche, vom Haas Fertighausbau und haben durch diese Sponsoren ihren Wagen zusammenbauen können, damit sie heute in Neiding am Gaudiwurm teilnehmen. Föcki, du genießt deinen Überblick da oben, passt, oder? Tolle Kulisse, glaube ich dir. Freut mich für euch, dass ihr das alles schön von umsetzt. Und weiter geht's. Ein neuer Wagen mit Pumuckl und dem Meister Eder von den Faschingsfreunden Teilberechting, Neumarkt, St. Veit. Grüßt euch! Die Faschingsfreunde Tai Brechting aus Neumarkt, St. Veit, mit ihrem wunderschön angemalten Wagen vom Pumuckl und vom Meister Eder hinten drauf. Wer ihn schon gesehen hat im Kino oder irgendwo im Stream-TV, ist wirklich ganz toll, ganz lieb gemacht. Macht wirklich Spaß von groß bis klein, den neuen Pumuckl zu sehen. Hurra, hurra! Der Pumuckl ist wieder da, nur der Eder ist ein anderer. Aber auch der neue Meister Eder ist ein ganz guter, der macht sein Geschäft wirklich ganz toll. So. Jetzt wird's ernst. Die Freiwillige Feuerwehr Geratskirchen macht hier am Gaudiwurm aufmerksam auf ihr Feuerwehrfest. Heuer das 125-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Geratskirchen. Ganz langsam zieht die Wagenkolonne weiter Richtung Burghauser Tor. Die Häfinger haben ihr Zirkuszelt nochmal aufgebaut. Das werden sie jetzt dann gleich wieder abbauen müssen, weil sie sonst nicht durch das Tor durchpassen. Aber bei uns jetzt nochmal. Wir gratulieren der Freiwilligen Feuerwehr Geratskirchen zum 125-jährigen Bestehen eurer Feuerwehr. Grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Bei mir steht 125. Hahaha. Jetzt haben wir's. Wir planen in der Zukunft. Jetzt haben wir's. Ihr seid schon 150 Jahre alt. Ja? Okay, das sagt man euch noch gar nicht an. Servus Robert Christi. Auf meiner Liste steht 125. Ich zeig's dir danach.
Du schaust auch noch nicht aus wie 150, aber wir freuen uns natürlich, dass Geratskirchen heute hier am Gaudiwurm mit dabei ist und für ihr Fest Werbung macht. Sie verteilen sogar Flyer, sie haben was dabei. Und ich kann euch sagen, die Feuerwehr Nöttingen hat sich schon angemeldet. Wir sind auf alle Fälle dabei bei eurem Fest. Und wir freuen uns auch, dass ihr heuer am Gaudiwurm in Neuering dabei seid. Die Dandelberger aus Fridolfing mit einem Cannabiswagen. Ich weiß jetzt nicht, wollt ihr vielleicht für die Legalisierung Werbung machen? Oder ja, okay, ich krieg schon Daumen nach oben. Das kann man jetzt natürlich sehen, wie man mag. Das einen freut, ist das anderen leid. Aber wir freuen uns natürlich auch, dass die Dandelberger aus Fridolfing den Weg nach Nöttingen gefunden haben. Grüßt euch! So, die Dandelberger Fridolfing haben wir mit ihrem Cannabiswagen durch. Dauert natürlich, bis sie sich alle den Wagen durch die Menschenmassen hier in Nöttingen am Gaudiwurm freimachen, bis sie dann alle draus sind, bis sie die Wagenformationen auflösen. Das dauert natürlich. Und gleich geht's aber weiter mit dem nächsten Wagen. Die Faschingsfreunde aus Erlbach machen aufmerksam aufs Heizungsgesetz. Servus nach Erlbach, schön, dass ihr hier in Nöttingen beim Gaudiwurm seid. Mit was darf man denn noch heizen? Ihr habt es richtig draufgeschrieben, mit Luft und Liebe, das war doch das Allereinfachste. Dann wird es uns alle gut gehen und wir werden alle gut behütet und wohl daheim. Für was steht GEG? Generelles Enthopfungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz. Geht eigentlich gar nicht oder was weiß ich, was auch immer. Schmeißt zwei Eier in den Wagen nicht um, gell? War mir schon wichtig, dass halt nichts passiert. Die Faschingsfreunde aus Erlbach, servus! Weiter geht's mit einem feinen, schönen Wagen von der katholischen Landjugendbewegung Reischach. Servus, die Reischacher. Schön, dass ihr da seid und mit diesem absolut schönen Wagen hier am Gaudiwurm in Neuedding teilnehmt mit dem Motto: Schon das Schaf. Servus, das Schaf. Servus, ihr Schafin. Wo ist denn euer Schäfer? Habt ihr den nicht dabei? Achso, der geht, okay. Habe ich nicht gesehen. Der treibt hinten noch seine Schafherde wieder zusammen, dass er keins verliert, dass keins verloren geht. Oder dass im dümmsten Fall keines vom Wolf gerissen wird. Das wollen wir natürlich auch nicht. Danke an die Reischacher, dass ihr mitfahrt hier in Neuötting am Gaudiwurm. Jetzt werden wir wieder etwas größer. Der Wagen Nummer 39, die Bierdämpfin vom Sauriersl aus Heiming. Servus, Bierdämpfin. Die haben sogar einen Bullock, der Musik machen kann. Riesenapplaus für diese fanfarische Leistung auf eurem Wagen. Werner Beinhardt, die Bierdämpfin vom Sauriersl aus Heiming. Servus, grüßt euch. Ein geiler Wagen mit einer geilen Fanfarenausstattung aus dem Bullock, muss man wirklich sagen.
Habt ihr ganz, ganz toll gemacht, habt ihr auch toll gestaltet. Allein schon der Aufbau vorne am Bullock ist ja eigentlich phänomenal zum Anschauen. Man sieht ja, wie viele Leute das da noch hinten nachgegangen, die auf dem Wagen nicht einmal mehr Platz gehabt haben, weil so viele Teilnehmer sind, die heute hier nach Neuetting wollen. Ich glaube, dass in Heiming schon gar keiner mehr daheim ist, oder? Ganz Heiming ist heute in Neuetting. Jetzt haben wir ein bisschen eine Lücke, oder? Aber es geht schon weiter. Also, weil ich das jetzt gerade vor mir sehe, aber diese Ski sind schon echt stark. Respekt. Alles original. Alles original, also echt cool. Echt saustark mit solchen Ski noch jetzt. Also, da musst du wirklich aufpassen auf sowas, gell? Weil sowas kriegst du heute nicht mehr. Ist schon okay. Ist schon okay, gut. Also echt stark, diese alten Skier, ohne Kanten, noch alles aus Holz, mit einer Federbindung. So war das früher mal. Gell? So, wir machen weiter mit dem Wagen Nummer 40, die Faschingsfreunde Loa Weng. Servus. Uli, weißt du, wo Loa Weng ist? Weißt du, wo Loa Weng ist? Nein. Loa Weng, kennt das jemand? Kennt jemand Loa Weng? Echt, ich bin jetzt echt ein bisschen... Bei Bleiskircher. Okay. Kehrt zu Bleiskircher. Okay. Danke für die Aufklärung und das geile Publikum, das wir da direkt vor der Bühne haben. Ja. Man kann sogar noch was lernen. Wir begrüßen die Faschingsfreunde Loa Weng mit ihrem Mottowagen, die Superhelden. Da ist praktisch alles drauf. Da ist der Pumuckl drauf. Da sind die Schlümpfe drauf. Da ist ein Bär drauf. Da sind wahre Muskelprotze drauf, da sind Mädels drauf im Superheldinnen-Outfit. Die Faschingsfreunde Loa Weng, ein Riesenwagen, Servus zu euch! Und wir wissen natürlich, dass ihr in irgendeinem Ortsteil von Bleiskircher wohnt und zu Hause seid. Daher, jetzt stellen sogar ihren Superhelden-Netz auf. Jetzt wird der Spider-Man gleich zum Leben erweckt werden. Spitzenmäßig, ha? Also ganz, ganz toll, wie die das machen, dass man mit diesen einfachen Mitteln den Wagen schnell mal in Szene setzen kann. Kann man auch gleich wieder runterlassen dann. Und man kann jedes Tor, jede Brücke, jede Ampel wieder alles gefahrlos passieren. Das waren die Faschingsfreunde Loa Weng mit ihrem Mottowagen, die Superhelden. Und dann geht's in Kürze weiter mit dem Kleckelhofer Stammtisch aus Mackel. So, kurze Pause, aber gleich geht's weiter mit dem nächsten Wagen, gell? Ich weiß nicht, könnte man da mal irgendwas machen? Alles gut. Ich zieh das jetzt schon noch durch. Nutzt eh nichts. Wenn ich am Fuß dursten bin, ihr passt auf mich auf, oder? Okay, das ist sehr toll von euch. Das macht sehr spitzenmäßig. So, der Wagen Nummer 41. Der Glöckelhofer Stammtisch aus Mackel. Servus nach Mackel mit ihrem Mottowagen Weihnachtsmann und KKG. Eine ganz kurze Anfrage noch. Wir haben einen Geburtstag halt dabei. Ja. Kann man da einen Platz sagen? Machen wir wieder zu. Ja, gerne. Bleibt auch. Machen wir. So. Servus nach Mackel und den Glickelhofer Stammtisch mit eurem Weihnachtsmannwagen. Schön, dass ihr bei uns hier in Neuetting am Gaudiwurm seid.
Ich glaube, der Weihnachtsmann ist eine Weihnachtsfrau, kann das sein? Gegendert. So, wir machen weiter mit der Nummer 42, der Hütten Rudersberg Waldberg aus Reischach. Jetzt bin ich fast ein bisschen überfordert, Patrick. Ist sehr brav von dir, dass du so auf mich schaust. Die sind eh gerade so laut, dass es ganz aus ist. Der Hütten Rudersberg Waldberg Reischach mit dem Eberhofer Stammtisch. Servus, schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr eine Leberkasse mit dabei? Vom Simmerl! Da darf ich auch nicht nehmen. Sehr brav. Uli macht da einen Schluck. Okay. Ist ja nicht schlimm, wirklich nicht. Ich stelle mir jetzt einmal da ab. Ich glaube, zum Verdursten wird es jetzt nicht mehr. Kurz davor bin ich gerettet worden. Kurz vor dem Verdursten. So, jetzt muss ich mich schnell wieder sammeln. So, das waren die Waldberg-Reischacher mit dem Eberhofer. Kriege ich wirklich eine Leberkasse mit? Boah, ihr seid die Besten. Dankeschön. Super Sache. Ich bin begeistert, dass ich vom Simmerl heute eine Leberkasse habe. Wir haben gar nicht mehr mit einer Heding gekriegt. Ich bin echt überfordert gerade so. So, jetzt geht's weiter. Boah, Salami-Baguette gibt's auch noch. Na danke, ich habe schon eine Leberkasse mit vom Simmerl gekriegt. Echt, aber jetzt gerade nieder. Vielleicht der Herr Vorstand der Faschingsgesellschaft. Ja, ja. Dem schaut es nicht, das schaut er ja nicht. Ist ja eh nichts dran an dir, jetzt ist einmal ein bisschen was. So, wir machen weiter mit Hutmulner Weinhütten, Perach, die Wagennummer 43. Auch sie machen Werbung für ihr Feuerwehrfest heuer in 2024 in Perach. Die Hutmulner Weinhütten aus Perach. Servus, schön, dass ihr hier in der Henning am Gaudiwurm seid und unseren Gaudiwurm bereichert mit einem tollen Werbungswagen. Und so Werbung macht für euer Feuerwehrfest heuer in Perach. Das Ende naht, Herr Vorsitzender. Das Ende naht, schön langsam. Der Gaudiwurm hat nur noch 4 bis 17 Wegen. So, wir machen weiter. Es kommt, man sieht sie schon, auf einem Färberlastwagen die Faschingsgesellschaft Tüßling. Servus nach Tüßling, schön, dass ihr hier in Neuötting beim Gaudiwurm seid. Servus die Tüßlinger, geht's euch gut? Sie haben natürlich... Jetzt habe ich einen erwischt. Ich weiß, er hat keine Zeit, aber es gibt einfach Leute, die muss man einfach vor die Kamera holen, wenn sie schon mal da sind. Alf, du bist da voll im Einsatz. Erzähl mal, was machst du denn genau? Wir haben seit 2 Jahren den Artverein in Berasund, die ehemalige Weinpresse. Ja, die erste Dietz in Oetting. Und gehen wir stolz sagen, der Mario, unser Vorstand, können wir stolz berichten, 50 Mitglieder, auch Jugendspieler dabei, also das heißt, von 10 Jahren nach oben keine Grenze gesetzt, bis auf den Maxi, auf den Gastel Maximilian, der ist glaube ich 8 oder 9, ist der Jüngste,
Ja, also von alt bis jung kommen wir uns spielen, Stillart, Edart, ganz egal. Super, das war jetzt der Werbeblock. Und, und ihr habt es ja hier, ihr macht einen Ausschank. Wie seid ihr dazu gekommen? Ganz einfach. Wir haben bei der Stadt Nötting nachgefragt, weil viele Vereine da herum haben. Und die Stadt Nötting hat gesagt, wenn sie eine Fußgruppe stellt, kann der Verein einen Stand machen zum Ausschenken. Und zwar ohne Standgebühren. Wir brauchen für Strom, für Stellplatz nichts bezahlen. Alles, was eingenommen wird, geht dem Verein zugute. Muss ich wirklich sagen, von der Stadt Nötting super organisiert, dass die Vereine auch nebenbei ein bisschen Geld zusammenbringen, nicht bloß von den Mitgliedern. Macht ihr das jetzt zum ersten Mal? Nein, wir haben letztes Jahr schon dabei gewesen, das war das erste Mal. Ja, und heuer das zweite Mal und da haben wir eben gesagt, so wie es jetzt aufgestellt ist, wie wir jetzt aufgestellt haben mit der Fußgruppe und mit den Leuten, super. Super Idee und ich würde sagen, also wenn ich jetzt einfach mal so von der Seite schaue, dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Geschäft gemacht. Ja, also es macht ja jeder gutes Geschäft, vor allen Dingen wir arbeiten mit dem SV Alzgern zusammen, in dem Sinne, dass wir uns die Plätze teilen oder mit den Böllerschützen auf der anderen Seite. Haben wir gesagt, wir teilen uns den Standplatz da, ja, dass jeder seine Leute hat und jeder seinen Bereich hat zum Arbeiten. Und wenn jeder zusammenhilft und alles ineinander läuft, das ist super als Verein. Sehr gut. Ich sehe schon, die schreien schon nach dir. Aber jetzt eine Frage habe ich trotzdem noch. Und zwar, du hast gesagt, ihr habt eine Fußgruppe. Was habt ihr? Habt ihr irgendwas mit Dart oder mit Bälle? Wir haben quasi das Eli Pelli in dem Sinn, was natürlich in London war, weil die WM ist in Eli Pelli. Das ist die Fußgruppe gegangen. Der eine ist aus Peter Wright gegangen, der andere aus Luke Humphreys, der was Weltmeister geworden ist 2024. Also Motto war Dart. Ja, und man muss sagen, die Jugend ist wirklich on top mit Dart momentan. Und dank Corona, muss man dazu sagen. Ja, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ich hoffe, dass wir alles richtig gemacht haben und dass wir noch mehr Zulauf haben beim Stilldart und beim Elektronikdart. Egal ob jung oder alt, du kannst bis 70, 80 Jahre spielen. Kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, da komme ich auch selber mal vorbei. Jederzeit, jederzeit. Okay. Na, sehr gut. Dann sage ich vielen Dank, Alf. Ich weiß, du hast wirklich keine Zeit, aber war mir jetzt wichtig, dass du auch da bist. Dankeschön. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, und jetzt wird gefeiert. Alles klar, das ist auf alle Fälle. Und großer Dank natürlich an die Fassungsgesellschaft, dass sie sowas aufzeigen, nicht von Nötting. Absolut. Und lasst euch überraschen für 2025, da weiß ich schon was. Das ist ein Versprechen. Genau. Super, ich danke dir, Alf, und viel Erfolg noch. Alf, danke dir. Danke dir. Das war der Alf vom Dart Club und ich muss sagen, sind wirklich alle Leute super gut drauf heute. Sie sehen es, wir haben eine kurze sogenannte Vogelschau gehabt, es ist wirklich wahnsinnig viel los und wenn ich richtig informiert bin, dann ist der Faschingszug, der Gaudiwurm, inzwischen fertig. Wir haben gerade den letzten Wagen gesehen, die Nummer 47, es ist alles rund gegangen. Es ist wirklich eine super Stimmung hier. Es ist unglaublich laut und ich merke, meine Stimme geht schon langsam weg. Aber das macht nichts. Danke, dass Sie dabei waren. Aber jetzt noch nicht wegschalten, weil jetzt möchten wir uns nochmal bei unseren Sponsoren und bei den Werbepartnern bedanken. Wir bedanken uns herzlich für die freundliche Unterstützung dieser Sendung bei folgenden Partnern. Unfall? Nutzen Sie Ihr Recht. Ihr freier Sachverständiger in der Region. Kfz-Sachverständiger Leisse. Schaden- und Wertgutachten in Winhöring. EGIS, Energiegenossenschaft in Salzach EG. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und investieren Sie in erneuerbare Energien, unterstützen Sie regionale Projekte und treiben Sie die Energiewende voran. Jetzt Mitglied werden. Die Stadt Nötting mit ihrem Bürgermeister Peter Haugeneder wünscht gute Unterhaltung bei diesem Faschingsspektakel. Die Weiberwirtschaft Nötting ist eine gemütliche, bayerisch geführte Gastwirtschaft und sorgt für ein kulinarisches Erlebnis. Die Wirtin Bella freut sich auf ihren Besuch. XXX Lutz, das Haus der starken Marken. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung beim Gaudiwurm Nötting.
Das Kfz-Prüfzentrum Julius Leisse in Wien-Höring wünscht Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung beim Gaudiwurm Neuötting. Liebe Zuschauer von Allround TV, das war der Gaudiwurm 2024 hier live direkt vom Stadtplatz Neuötting. Ich würde mal sagen, war alles dabei, was man sich von einem Faschingszug, von einem Gaudiwurm erwartet. Das hat alles funktioniert und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei Allround TV. Und bis dahin genießen Sie das Wochenende. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.